Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge in meiner Factorio-Serie. Letztes Mal, ich glaube es war das letztes Mal, haben wir hier oben Militärpakete, Militärfläschchen, die schwarzen, gebaut. Wir brauchen sie noch nicht in der Forschung, aber wir haben sie, schadet ja nicht. Ich weiß nicht, ob wir letztes Mal oder in der Folge davor die grünen Schaltkreise gemacht haben. Aber heute werden wir auf dieser Seite ein bisschen weiter bauen. Funktioniert das? Hier lang, dann hier, hier und hier. Und das gleiche hier nochmal. Hier. Okay. Hier Zahnräder. Brauche ich wahrscheinlich ein paar mehr Tunnel. Und das heißt, ich brauche wahrscheinlich auch ein paar mehr Fließbänder. Aber wir haben hier ja eine ganze Kiste voll. Das heißt, hier kommt Eisen rein. Und hier kommt kommen Zahnräder raus. Mach das mal so. Gut. Dann gut, das war das erste. Hier kommt nochmals eine Linie durch. Und dann habe ich keine Fabriken mehr. Dann mangelt's Kupfer, glaube ich. Die Forschung ist durch. Was machen wir als nächstes? Vielleicht ein bisschen Eisenbahn. So. Was hier? Was möglichst alles Strom hat, ohne dass wir allzu viel Masten brauchen. So weit, so gut.
Gut, dann hier. Gelbe Fließbänder. Hier Tunnel. Hier. Wie heißen die auf Deutsch? Teiler. Gut, was brauchen wir hier? Das geht hier in eine Kiste. Brauche ein paar mehr. Hier wollen wir nicht allzu viel drin haben. Dann brauchen wir hier. Einwand. Gut. Mal hier gibt's auch nochmals Kisten. Da kommt der Output raus. So. Ja, mal fürs Erste. So. Ja, dann machen wir weiter mit der Waschung. Das heißt auch, dass ich hier auf dieser Seite keine Förderbänder mehr brauche. Hier nochmals eine Reihe hin. Die roten. Die brauchen nur Zahnräder. Hier. Gut. Ja, Output-Kisten. OP
hier die Settings. Und dann mit Strom. Okay. Dann hier nochmals das Ganze. Da kommen dann die blauen. Dann hier brauche ich mehr Maschinen. Hier in der Mitte machen wir diese. Hier machen wir die schnelle Variante. Und die letzte Eisenbahnforschung. Tunnel hier. So. Dann dieser Seite so hier sollte ein Stack genügen. Ja. Machen wir mal 3. Und Eisenplatten brauche ich hier noch. Und dann hier gibt's die langen. Und die brauchen auch Eisenplatten. Hier. Holzkisten mehr. So, hier 2 Stacks, hier haben wir 3, sehr gut. Zu wenig Eisen! Was könnte das liegen? Wir bekommen kein volles Band rein.
Wahrscheinlich, weil ungleichmäßig verteilt. So. Machen wir doch einen einfachen Verteiler, sodass wir das Ganze auf ein volles Band bekommen. Wie sieht es denn so in der Nachbarschaft aus? Ja, da sind wir noch gut. Das sollte beim Eisen helfen, dass wir da etwas mehr bekommen. Und dann hier oben geht es weiter. Gut, was brauchen wir als nächstes? Das wäre vielleicht eine Annehmlichkeit. Kann sie ja jetzt hier aus der Kiste rausnehmen, muss sie nicht mehr selber craften. Dann hier die. Und dann brauchen wir hier einmal Stahl, bitte. Hier auf dieser Seite, da bauen wir jene hin. So. Damit sollten wir doch das Nötigste abgedeckt haben, was wir so brauchen. Hoffe ich zumindest. Und nächstes Mal weiß noch nicht, was wir nächstes Mal machen. Vielleicht unsere Forschung pimpen, dass wir da schneller vorwärts kommen. Wenn wir mal schauen.
In der letzten Stunde. Was haben wir an Fläschchen produziert und was haben wir an Fläschchen verbraucht? 29 die Minute von den roten und verbrauchen tun wir 13. Also wir produzieren mehr, als wir verbrauchen. Wir können natürlich die Produktion schneller machen. Das heißt aber auch, dass wir mehr Material verbrauchen. Und wie wir jetzt sehen, hier beim Eisen, da wird es schon knapp. Also schaltet doch einfach das nächste Mal wieder ein und dann sehen wir, wohin die Reise geht. Bis dann. Tschüss.